Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Series 3. So, ich habe mal nachgeschaut, deswegen müssen wir es hier einmal lang balancieren. Dann seid auch nochmal unter sich, ich muss auf den anderen Balkon. So, nehmen wir einmal das mit. Und hier haben wir jetzt auch das Ding, was halt offen ist. Uns dann einmal durchzwängen. Dann ging es hier nämlich direkt nochmal weiter. So. Zack. Keine Minute rum, 30 Loots gefunden. Aber ich werde dann halt den normalen Weg nochmal hier gehen. Um halt alles mitzunehmen. Sowohl an Gegnern als auch an eventuellen Funksprüchen. Ja, stimmt, da könnte man sich echt einiges an Zeit sparen. Ich glaube, das ist auch schon wieder fast das Ende vom Level. Da kamen wir raus. Oder? Nein? Dann doch hier. Gut, da müssen wir es auch nochmal zurück. Aber das passt ja. Dann können wir auch die ganze Lebensenergie mitnehmen, die wir irgendwo haben liegen lassen. Ich war tatsächlich, glaube ich, einigermaßen voll, wenn mich nicht alles täuscht. Ach stimmt, ich glaube, die habe ich jetzt auch eingesammelt. Wird schon passen. Da haben wir jetzt fast 100 Rüstung. Es lohnt sich ja dann doch. So, die haben halt auch echt lange noch gesucht. Dass wir das Zeug mal zusammen hatten. Ich glaube, hier war aber eh noch was, ne? Tschüss, Ecke. Natürlich. Gut, folgen wir mit den Blutspuren. Das ist immer ein gutes Zeichen. Okay, ah ja, stimmt, hier unten waren dann die nächsten. Telefon. Scheint dahinter zu sein. Können wir durchbrechen? Nein. Noch nicht. Folgen wir doch mal dem mysteriösen Klingeln. Ja.
Professor. You've got to get us that data. Quinn, it's me. Stein didn't make it. Shit. Did you find his phone? You mean the phone you just called? Right. He should have pictures of hieroglyphs that haven't been deciphered on there. You've got to upload those to us right now. Then you can head to the emergency extraction point. Copy that. Okay, wir sind nicht alleine. Gut, das sollte eigentlich ganz gut gehen hier. Ich will erstmal hier ein bisschen aufräumen und dann können wir uns wieder umschauen. Genau, da kamen wir her. Ah, hier oben habt ihr auch noch was. Ah, ich glaube, so geht es auch etwas schneller. Hey, ich dachte, du wärst tot. Oben wieder? Ja. So, gehe ich, glaube ich, die Decke tatsächlich noch mal kurz ab, aber das sollte jetzt hier alles gewesen sein. Bis auf dich. Hi. Die hätte ich wahrscheinlich damit töten können. Okay. So, dann haben wir jetzt hier wieder eine ganze Menge Zeug. Inklusive einem Knarr. Naja, genau, das war's. Zack. Das war die Sphinx-Statue. Cool. So, es geht weiter. Klingt ja auch sehr appetitlich. Da, hier ist dein Kollege. Ich glaube, es sind einfach die Viecher, die sterben, ne? Die Gnares. Ne, da ist noch irgendwas. Aber wahrscheinlich durch den Sound, ne? Ja, hier oben habe ich aber nichts mehr gesehen. Ich höre halt noch was. Das ist mit der Decke schon etwas nervig. Okay, hier irgendwo.
übel. Das war fies versteckt. Ja, ich denke, hier sind wir noch von den Dingern welche. Ebenso wie wieder an der Decke. Na du? So, sonst bekämpft mich aber auch gerade noch nichts und sind da beschießt. Okay. Hätte es nicht so laut sagen sollen, beschießt mich noch nichts. Cool, das war's mit euch. Aha. Du musst den Typen gleich mal. Diesmal habe ich dich gesehen. Die scheinen sehr auf Sound zu reagieren. Da genau, hier hat man dann halt die Shotgun gekriegt. Offiziell. Gut, dann holen wir uns erstmal das nächste Secret. Oh. Mm. Oh, fuck! We're in front of the museum! You know, where we're supposed to be? Where the hell are you? Hm. Nicht schlecht. So, sehr schön. Laserwaffe. Auch schon ein bisschen Munition für. Jetzt spare ich mir das hier noch ein bisschen auf. Gut, dann dürfen wir jetzt auch generell ja häufiger Schrotflintmunition kriegen. Das heißt, wir gehen auf die doppelläufige. Obwohl die hierfür eigentlich schon fast ein bisschen Overkill sein sollte. Na. Da bleibst du nicht rum. Das sollte jetzt aber passen. Ja, sieht gut aus. Gut. Na? Gut. So, sparen wir uns mal den Nahkampf gerade. Ah, das wäre auch noch eine Idee gewesen, aber falsche Richtung. So, wo ist der Rest da? Bitteschön. Nur so, das hätten wir halt alles jetzt skippen können.
Na komm, für die große können wir mal dich nehmen. Sie hören sich ja schon ein bisschen nach Claire an, muss ich sagen. So ist es ja nicht. Dankeschön. Hört aber nicht auf. Ah ja, das wird wahrscheinlich das letzte Secret sein. Oh ne, wir können einfach so hin. Du überraschst mich nicht. Das ist meistens auch ganz hilfreich, wenn du halt vorher nicht grunzt. Ich würde die gerne mal, aber das scheint wohl nicht zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwie angehen kann. Und halt erledigen, also Nahkämpfern. Wohl eher nicht so. Mensch, ich muss gerade mal Rüstung wieder auffrischen. Jetzt. Ah, noch einer. Ja, vielleicht ist jetzt doch ein bisschen langsam hier. Habe ich den Eindruck. Das ist ja auch noch einer. Gut. Hey! Ach, das heißt, wir hätten halt auch die Laserwaffe. Will ich die jetzt wirklich schon auspacken? Glaube nicht. So, mehr Schrotflintenpatronen. Ah, und jetzt seid ihr natürlich auch hier drin. Den Otter. Sie heben sich auch nicht wirklich vom Hintergrund ab, muss man ja sagen. Die sind echt schwer zu erkennen. Okay, vielleicht geht auch wieder doppelläufige. Hey.
und halt wieder aufrüsten. Das ist jetzt hier ganz praktisch. Okay, das hat länger gedauert, als ich dachte. Aber gut, dann schauen wir uns hier einfach das nächste Mal ein bisschen weiter um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.